Computer sind schlau, das wissen wir alle. Der Taschenrechner kann um Weiten schneller und besser rechnen als wir. Im Schach sind wir für den Computer eigentlich kein Gegner mehr. Und unser Handy kann mittlerweile unsere Sprache fast ohne Probleme verstehen und gewöhnt sich sogar an die Art und Weise, wie wir reden. Trotzdem sagt kaum jemand, dass ein Computer denken kann. Aber warum eigentlich nicht? Also, was unterscheidet unser Gehirn denn eigentlich noch von den Prozessoren in den Computern? Um herauszufinden, ob es da überhaupt noch einen Unterschied gibt, hat Alan Turing den sogenannten Turing-Test entwickelt. Dieser relativ bekannte Typ war Informatiker und gilt übrigens auch als einer der Erfinder des Computers. Sein Test soll dabei helfen, festzustellen, ob Maschinen so denken können wie wir Menschen. Dazu hat er sich Folgendes überlegt. Es gibt zwei Personen und eine Maschine. Person 1, nennen wir sie mal Marie, kann auf der einen Seite mit Person 2 kommunizieren. Person 2 nennen wir jetzt einfach mal Johanna. Auf der anderen Seite, abgeschottet von Marie, ist die Maschine, die ebenfalls mit Johanna verbunden ist. Marie und die Maschine haben jetzt folgende Aufgabe. Sie müssen Johanna davon überzeugen, dass sie keine Maschine sind und Johanna kann die beiden dazu alles Mögliche fragen. Kann Johanna dabei nicht entscheiden, wer die Maschine und wer der Mensch ist, ist der Turing-Test bestanden. Und das Denkvermögen der Maschine gilt dem des Menschen gleichwertig. Soweit zumindest die Idee. Turing selbst hoffte, dass der Test spätestens im Jahr 2000 bestanden sein wird. Aber wie sieht es denn jetzt 66 Jahre nach der Idee von Turing und 16 Jahre nach seiner Prognose aus? Tatsächlich gibt es schon einige Projekte, bei denen versucht wurde, den Turing-Test zu bestehen. Und in einigen Fällen ist es in gewisser Weise Ansichtssache, ob der Test bestanden wurde oder nicht. Zum Beispiel gab es schon im Jahr 1966 einen Bot namens Eliza, der den Gesprächspartner, in unserem Beispiel jetzt Johanna, davon überzeugte, ein Psychotherapeut zu sein. Der Bot konnte die Struktur von Sätzen erkennen und darauf folgen dann im Prinzip substanzlose Aussagen, wie zum Beispiel, gut, erzählen Sie bitte weiter. 2014 hat ein anderer Bot namens Eugene Goostman versucht, den Turing-Test zu bestehen. Die Strategie dahinter war diesmal wieder ähnlich, nämlich der Bot behauptete, ein 13-jähriger Junge aus der Ukraine zu sein. Daher schob man die gebrochene Grammatik des Bots einfach auf sprachliche Schwierigkeiten. So hielten dann auch tatsächlich 10 von 30 Jurymitglieder den Bot für den 13-jährigen Jungen. Das sind jetzt nur zwei von etlichen Beispielen, allerdings würde ich behaupten, dass der Test noch von keinem Programm so wirklich bestanden wurde. Das Problem ist, dass wir eigentlich schon vieles als intelligent sehen, was es eigentlich gar nicht ist. Ich meine, es fängt ja schon als Kind an, wenn wir anfangen mit unserem Teddybär zu reden, weil wir ihn für echt halten. Es irritiert uns zum Beispiel auch schon, wenn die Entwickler absichtlich Tippfehler in die Sätze des Bots einbauen. Aber so ein Tippfehler dient ja eigentlich nur dazu, eine Illusion von einem Menschen zu schaffen. Aber das Ganze hat ja dann eigentlich ziemlich wenig mit Denken bzw. Intelligenz zu tun. Auch andere Projekte wie zum Beispiel Cleverbot finde ich zwar irgendwo interessant, aber nicht wirklich sinnvoll. Cleverbot geht nämlich folgendermaßen vor. Er sammelt unzählige Antworten aus Gesprächen, die mit ihm geführt wurden und schaut so eben, welche Antwort am natürlichsten wirkt. So kann es halt auch gut sein, dass wir ihn vorerst für einen Menschen halten würden, aber mit ein paar geschickten Fragen kann man auch hier relativ schnell herausfinden, dass es nur ein Computerprogramm ist. Also machen wir doch einfach mal kurz so eine Art Turing-Test mit dem Cleverbot. Also, wir sind jetzt auf der Seite von Cleverbot und jetzt sagen wir einfach mal Hallo und dann kommt halt so ganz normales Zeug zurück. Von dem her geht es eigentlich sogar. Da würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass es ein Computer ist. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen drauf ein, was er so macht. Gut, dir. Ja, jetzt kommt halt so ein nichtssagendes Zeug. Fragen wir einfach mal, ob er ein Mensch oder eine Maschine ist. So. So, jetzt behauptet er natürlich, dass er ein Mensch ist und so. Und dann fragen wir einfach mal, dass er es beweisen soll. Ja, okay, das ist kein Beweis. Okay. Ich bin ein Mensch und lebe, die sich gerade die Nägel lackiert. Okay. Jetzt wird es schon ein bisschen komisch, jetzt würde ich nicht mehr unbedingt sagen, dass es ein Mensch ist, aber kann ja noch sein. Also, aber fragen wir doch einfach mal was, zum Beispiel, ist eine Ameise größer oder ein Elefant? Ja, also, weiß ich nicht, ist schon mal eine gute Antwort. Es ist halt so eine Antwort, die für alles eigentlich gilt, von dem her. Kann man jetzt so langsam davon ausgehen, dass es ein Mensch ist, eine Maschine ist. So, vielleicht noch ein Apfelgrün. Ja, okay, jetzt klingt der vom Thema ab und jetzt würde ich sagen, es ist kein Mensch. So,
Soweit dazu. Wie gesagt, die genannten Ansätze dienen im größten Teil eigentlich nur zur Unterhaltung und spielen nur ein bisschen vor, ein Mensch zu sein. Die Frage ist jetzt halt, wie man es hinbekommen würde, so eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die nicht nur darauf getrimmt ist, eine Illusion zu sein. Die Antwort darauf kann ich euch leider nicht genau sagen, aber interessante Ideen dazu gibt es schon einige. Die meiner Meinung nach interessanteste Strategie verfolgt aktuell das Unternehmen DeepMind, welches 2014 sogar von Google gekauft wurde. Das Unternehmen verfolgt in erster Linie das Ziel, Intelligenz zu verstehen und beschränkt sich dabei nicht wirklich auf ein einzelnes Projekt. Dabei versucht DeepMind vor allem auch auf das natürliche Vorbild, das Gehirn, zu schauen. Es wird also an künstlichen neuronalen Netzen oder auch an einem künstlichen Gedächtnis geforscht. Die eigentliche Frage dabei ist aber vor allem, ob wir Menschen überhaupt so etwas wie eine künstliche Intelligenz oder ein künstliches Bewusstsein erschaffen können. Und hierzu gibt es eigentlich ein ziemlich gutes Gedankenexperiment. Es nennt sich das chinesische Zimmer. Und genau das wird Thema im nächsten Teil dieser kleinen Videoserie sein. Hier habt ihr eine Übersicht des Dreiteilers über künstliche Intelligenz. Im ersten Teil geht es um die Frage, ab wann Maschinen denken und um den Turing-Test. Im zweiten Teil geht es darum, ob Maschinen überhaupt ein Bewusstsein haben können und um das Gedankenspiel chinesisches Zimmer. Und im letzten Teil geht es über künstliche Intelligenz allgemein.